Hallo, Tesori Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven uns die nächste Woche anschauen, und zwar vom 6. bis zum 12. Februar 2023. Ne? Mal schauen, was die Woche an sich bringt, ne? Energetisch. Wir schauen mal auch in diese 3D-Ebene, was passieren wird. Bitte bedenke da draußen, Tesoro mio, dass nicht alles wortwörtlich mit dir in Resonanz gehen kann. Ne? Das ist ja selbstverständlich. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Ne? Aber ich sage das immer wieder, wenn du hierher gefunden hast, quasi dir diesen Video anhörst, anschaust, dann ist es kein Zufall, sondern die Energie hat dich angezogen. Ne? Auch wenn es nur ein Wort ist von irgendeiner Karte, ne, die gerade dich anspricht, setze es um auf deine Situation. Ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Ich starte, oh ja, die Kamera, einen Augenblick. So, ich starte mit diesen wunderschönen Engel-Botschaftskarten. Die sind so schön, ne? Sie bereichen alle Situationen quasi. Hier ist alles dabei, ne? Alles, was das Herz begehrt. Mal schauen, was nächste Woche auf dich zutreffen wird, was das Engel quasi dir mitgeben möchte auf den Weg, ne? Vom 6. bis zum 12. Februar. Engel des Innehaltens. Wow. Gönn dir eine Auszeit. Du brauchst jetzt viel Ruhe. Das ist dein Motto. Dein Engel sagt dir gerade, du brauchst wirklich auch diese Ruhe, um zu dir zurückzukehren, um diese Mitte auch wieder zu finden. Das könnte gut sein, du hast eine turbulente Woche gehabt oder du hast auch eine Situation, die sehr Aufmerksamkeit gebraucht hat von dir, ne? Und die nächste Woche sollte es einfach ruhiger angehen, ne? Das kommt ja immer drauf an, was du gerade auch erlebst, das Soromio. Ja, viele Menschen haben auch ganz viel zu machen, ne? Beruflich, Liebe, Geld, das macht einem schon sehr viel zu kämpfen, ne? Das ist immer eine Herausforderung für uns, ne? Und immer wieder fallen wir in dieses Loch, sag ich mal so. Ich nenne es Loch, weil es ist wie wenn du sagst, ich komme nicht mehr raus, ne? Immer tiefer und tiefer bin ich drin und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am besten von dieser Situation rauskomme. Indem du dir eine Auszeit nimmst, sagen hier die Engel. Und die Engel sind auch bei uns, ne? Also ihr könnt wirklich mit den Engeln ganz gut arbeiten, ne? Also das gibt ja auch bestimmte Erzengel, die du rufen kannst, ne? Es gibt auch Büchern, öfters werden auch Büchern genannt, irgendetwas mit Engel rufen, irgendwie sowas. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, ganz ehrlich, ich habe den nicht gelesen. Ich habe momentan sehr viel zu lesen und momentan habe ich auch Seminare, die ich online besuche, quasi zuhöre und das Ganze sollte ich auch verarbeiten. Ne? Also ich kann auch nicht alles hinbekommen mit der Zeit. Das ist ja klar, die Zeit ist immer knapp. Ne? Aber auf jeden Fall kann man sich sehr behilflich sein. Ne? Du kannst selber sehr viel tun. Nimm dir diese Auszeit, gönne dir auch mal, ne, ein bisschen Auszeit, dass du sagst, okay, ich relaxe mich jetzt, ich besuche jetzt einen Tag an der Spa oder ich versuche mit meinen Freunden auszugehen, mal mir nur einen Tag für mich auch zu gönnen, ne, indem ich mal etwas mache. Ja, ich könnte auch mal ein schönes Buch lesen. Etwas, was mich relaxt. Ne? Das ist ja klar, damit du runterkommst. Weil wahrscheinlich hast du sehr viele Situationen, die dich beschäftigen gerade. Ne? Okay, jetzt holen wir uns eine Lichtbotschaft. Und zwar von diesen wunderschönen Einhörnern. Die sind so toll. Also ich liebe solche Botschaftskarten, ne? Die einem so viel hergeben. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ne? Die wirklich deinen Tag verändern. Optimistischer wirken, ne? Das ist ja klar. Lachen. Schaut mal, wie die Karten in Resonanz gehen. Was brauchst du? Du brauchst hier wirklich etwas, was dich auch ablenkt. Und was tut es? Dein Lachen. Lachen tut gut. Dinge, die dich froh machen. Du musst endlich wieder
mal so richtig lachen können. Und was tut das? Was ist das? Was ruft nach diesem Lachen? Das innere Kind. Das innere Kind möchte rauskommen. Sagt, oh mein Gott, dass du nimmst das Leben zu ernst. Ne? Also wenn ich auch private Legungen habe, habe ich auch Menschen, die wirklich in die Situation so vertieft sind, dass sie, wenn ich sie frage, weil ich bin ja auch ein Mensch, der sehr neugierig ist, ne? In diesen Augen, in diesem, wie sagt man das, System oder um was es hier geht, also quasi, dass ich auch die richtigen Fragen stelle. Ja, aber wann hast du das letzte Mal Spaß gehabt? Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder wirklich gesagt gar keinen Spaß gehabt, weil ich die ganze Zeit in diese Situation fixiert bin, ne? Mit dieser Situation mich beschäftige. Und das brauchst du für die nächste Woche. Lach mal, tu mal etwas. Also mach etwas, was dir Spaß macht. Werde mal wieder zu Kind. Das stimmt, das ist auch eine Einladung für mich. Ich weiß es, weil ich kenne das auch von mir. Ich bin manchmal wirklich sehr, ne, in diese, also ich nehme ja dieses Kartenlegen auch ernst, ne? Aber ich sage auch mit gewisser Leichtigkeit. Das sollte man ja auch sagen. Aber ich nehme das ernst, ich kümmere mich auch. Und das ist für mich auch dieses ernste Thema. Ich vertiefe mich in diese Themen, ne? Und dann manchmal ist es so, dass ich so vertieft bin in diesen Themen, dass ich mich auch dabei mal vergesse. Ich lache öfters, ja, ich mache das. Ihr hört das auch in meinen Videos. Aber ich habe auch manchmal dieses Bedürfnis, wieder Kind zu werden, ne? Mal Blödsinn zu machen. Das ist ja klar, jeder braucht es, mal einfach Blödsinn zu machen, ohne irgendeinen Grund, ne? Irgendetwas zu machen. Ne? Das muss ja nichts Großartiges sein. Wir brauchen das alle, diese Ablenkung vom Leben, vom alltäglichen Leben, weil du kannst ja nicht einen Menschen, wenn ich private Legungen habe, ich bin mir bewusst, dass ich mit Menschen zu tun habe, die Probleme haben, Situationen haben, sonst würden sie ja nicht anrufen, ne? Und diese Situation nimmt mich ja auch. Ich bin ja, das ist ja klar, energetisch, mental. Ich bin ja ein Mensch, der wirklich präsent auch ist. Ne? Ich bin für meine Personen, die quasi anrufen, die mich kennen, bin ich ja da. Ich bin nicht nur bei der Legung da. Ich nehme das wirklich wortwörtlich ernst, ne? Diese Situation. Aber ich finde dann auch, ne, diese Situation, indem ich sage, okay, Katja, jetzt schaltest du ab, ne, jetzt kommt diese Situation, in der du sagst, jetzt ist es zu viel geworden, ne, jetzt sollte mal auch das Kind herauskommen, der jetzt ein bisschen Spaß braucht, ne, und das ist ja toll, ich habe ja meine Kinder und da erlebe ich auch vieles, ne, das ist ja klar, mit Kindern wird man quasi zu Kind. Die Kinder, die bringen dich in eine ganz andere Richtung. Da bin ich echt Gott froh, ne? Weil das gibt dir quasi diese Welt, die du nicht mehr hast als Erwachsener. Du siehst die Welt ganz anders, ne? Und wenn du dann Kinder hast, die jünger sind, ne? Ich habe ja 2. Einer, der älter ist, bisschen älter, und die Jüngere, ne? Die Jüngere, die hat ja seine Welt, das ist ja klar. Und dann versuche ich auch in diese Welt reinzukommen, ne? Weil das ist ja klar. Das Kind in mir möchte das auch. Und das ist deine Message quasi. Ne? Hol das Kind heraus. Mach etwas, was dir Freude macht. Schalte mal ab, was du auch immer für Situationen hast. Ne? Für die nächste Woche. Sehr, sehr wichtig. Okay, machen wir weiter. Und zwar, wie dein Wochenblick wird. Wir haben hier Orakelkarten, die einem so viel mitgeben, um was es hier sein, also quasi handeln kann. Das setzt du um. Hier können ganz viele Situationen quasi sein. Nebenjobsuche. Ich glaube, du hast zu viel zu tun, ne? Nebenjobsuche. Hier ist irgendjemand, der sich einen Nebenjob gesucht hat oder sich einen Nebenjob suchen möchte, weil es vielleicht auch finanziell knapp sein könnte. Dieser Nebenjob könnte ja auch etwas Schönes sein, was dir Spaß machen könnte, ne? Das ist ja klar, du setzt das bitte um. Auszeit nehmen. Nein, ich glaube das nicht. Und das ist das, was ich gerade wirklich schreien könnte und heulen könnte. Wirklich tatsächlich in den Videos, wie die Karten in Resonanz gehen. Das ist der Wahnsinn. Ne? Das ist wie wenn die Energie wirklich hier fließt. Das merkst du. Auszeit nehmen. Was haben wir hier? Auszeit nehmen. Wow. Ich glaube das nicht. Danke, danke, liebe Geistführer. Du merkst es, ne? Du merkst, dass du brauchst eine Auszeit, ne? Das ist klar, man hat zu viel um Ohr, man hat zu viele Dinge, die einem beschäftigen, ne?
Also im Alltag haben wir so viel zu machen. Also ich vermute ganz stark, dass du hier auch mehrere Jobs hast nebenher, ne? Dich als Mensch, ne? Stelle ich mir vor, du ackerst ohne Ende, du machst so viel, du bist Mama wahrscheinlich, du hast sehr viele Aufgaben zu bewältigen oder du hast einfach einen Job, der dich auch sehr viel kostet. Ne? Du könntest aber hier auch sagen, ja, wie ich ja vorhin erwähnt habe, finanziell reicht das nicht und ich suche mir jetzt einen Nebenjob und das ist mir zu viel geworden, ne? Weil es finanziell knapp ist. Das könnte aber auch gut sein, du hast jetzt einen Nebenjob gefunden, weil du etwas machen möchtest in deinem Hobby-Richtung. Ne? Du setzt das jetzt bitte um. Ich nehme jetzt noch mal eine Karte. Liebeskarte. Es geht hier auch um die Liebe. Schön. Sehr, sehr schön. Also die Karten sind wirklich fantastisch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sie erworben. Shopping. Passt ja perfekt. Tesoro mio, das passt perfekt. Die Karten habe ich erworben. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich sag ja, die Karten finden mich. Ich habe mir gedacht, okay, was sind das für Karten? Und letztendlich habe ich hier wunderschöne Karten, die so viel Message geben. Ne? Das ist ja der Wochenblick, das kannst du überall umsetzen, diese Karten. Ne? Die geben einem wirklich sehr viel, weil es geht ja auch um Liebesthemen. Das ist ja das, ne? Eine Auszeit nehmen, sich etwas gönnen. Ich kann mir hier vorstellen, eine Auszeit mit dem Partner, ein Wellness-Tag, sich wirklich mal einen Tag zu nehmen mit dem Partner, falls du einen hast. Und wenn du keinen hast, zünde dir diese Lichter alleine an. Mach es dir gemütlich, mach es dir romantisch. Du brauchst nicht den Partner, um es romantisch zu haben. Du hast dich selbst. Du hast eigentlich alles, was du brauchst in dir. Du hast diese Integration. Das stimmt, wir brauchen den Kontrapart in dieser materiellen Ebene. Das ist wahrhaftig. Aber wenn du sie nicht hast, heißt es nicht, dass du falsch bist, dass du jetzt nicht zu den Menschen gehörst, die richtig sind oder quasi diese Menschen, die einen Partner haben, bei denen alles richtig läuft. Das ist nicht so, Desoro mio. Du kannst auch alleine quasi diese Freude haben. Also ich habe das auch wirklich jahrelang, ich war 2, 3 Jahre lang auch Single. Und habe es mir gegönnt, ne? Und habe wirklich diese Akzeptanz auch. Dann habe ich das wirklich in mir verstanden, ne? Dass das Single-Sein gar nicht so schlecht ist, ne? Du kannst wirklich sehr viele gute Dinge rausholen, ne? Und es würde dir auch gut tun, wenn du mal ein bisschen shoppen würdest. Shopp mal für dich, geh mal shoppen mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem guten Kumpel, ihr Männer. Das machen auch Männer heutzutage, ne? Männer, hol mal diese weibliche Seite in dir heraus. Ich lade dich ein, wenn du ein Mann bist, in diesem Kanal, ne? Geh mal ein bisschen shoppen, mach mal etwas für dich, ändere mal deinen Look oder du als Frau, mach mal etwas für dich, das nur für dich gedacht ist, damit du hier diese Freude erlangst, ne? Für die nächste Woche. Sehr, sehr schön, ne? Du siehst ja hier, wie die Karten einem diese Antwort geben, ne? Wie die Karten in Resonanz gehen und wie die Energie fließt, wo sie fließen sollte. Weil das ist ja klar, wir sind, ne, irgendwie alle miteinander verbunden, ne? Und ich sage das immer wieder, wenn es dir gut geht, ne, wenn du diese Freude strahlst, strahlst du auch die andere damit an. Du steckst auch andere damit an, ne? Und du kannst auch etwas Gutes tun in deinem Kleinen, ne? Ob es eine Kleinigkeit ist, ne? Weil wenn ich schon fröhlich bin, ne? Ich merke das ja auch, dass ich das weitergebe. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich ein Video drehe, wie ein kleines Kind, wie wenn ich jetzt ein Oster so eine Verpackung habe. Stell dir mal vor, bei uns gibt es diese Kinder-Oster- Eier, ne? Die sind sehr riesig. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, ich konnte kaum abwarten, bis meine Eltern es mir gegeben haben. Zu Ostern, bei uns gibt es ganz große, ne? Bei uns in Italien. Und das ist bei mir wie eine Überraschung, weil ich werde selber überrascht von meinen eigenen Karten, wie sie in Resonanz gehen. Aber das ist ja schön. Das ist die Seele, die immer sich wieder überrascht. Das sollte nicht dann quasi zur Gewohnheit werden. Verstehst du, was ich meine? Gewohnheit ist nicht gut, das ist Routine, sondern etwas Neues, ne? Deswegen sage ich ja, ich probiere neue Dinge. Ja, ein anderes System. Ich habe auch Dinge gewechselt. Das ist immer schön, ne? Du merkst es ja auch bei mir, ne? Ich versuche immer irgendwie das zu gestalten anders, ne? Weil mir die Routine nicht gefällt. Ich bin nicht ein Fan von immer dieselbe Dinge, dasselbe zu sehen. Und das sollte dir auch bewusst sein, dass du auch mal was anderes tust, als du in deinem Leben schon führst, ne? Für dich, für die nächste Woche. Sehr, sehr schön, ne? Das hört mir sehr schön.
Geh mal aus, geh mal shoppen, nimm dir mal eine Auszeit, auch wenn du jetzt nicht so viel Geld hast und sagst, ich bin knapp an der Kasse und jetzt sollte ich auch noch shoppen gehen. Mit Kleinigkeiten, mit Kleinigkeiten. Also meine Oma hat immer gesagt, wenn ein Mensch schön ist, ne, wirklich die Alte haben immer so schöne Sprichwörter und so weise, ne, so weise Sprüche. Meine Oma sagte immer, du kannst auch wirklich einen Sack tragen, du wirst immer wunderschön sein. Du wirst immer diese Schönheit haben, weil du schön bist, weil du glänzt. Ne? Und deswegen sage ich ja, ich bin auch ein Mensch, der wirklich keine unbedingt Markensachen braucht. Oder allgemein, wenn ich etwas sehe, dann kaufe ich es mir, weil es schön ist. Aber ich brauche das nicht, um mich zu wertvoller machen. Weil ich kann auch eine Sache tragen, die 10 Euro kostet, anstatt 40 oder 50 und genauso gut aussehen. Ne? Das ist der Sinn der Sache. Das sollte man verstehen. Wieso kaufst du dir dieses Objekt? Wieso kaufst du dir etwas? Weil du das schön findest. Ne? Also ich kaufe mir Dinge, die quasi mir gefallen. Ne? Ob es jetzt 10 oder 30 oder 40, 60 kostet, das ist ja klar. Das sollte mir gefallen, ne? Als erstes. Und den anderen nicht. Verstehst du, was ich meine, Tesoro mio? Du solltest nicht die anderen glücklich machen, sondern dich. Wie du dann aussiehst letztendlich, wenn du dir gefällst damit, dann ist es ja gut. Und du kannst wirklich auch sagen, ich gehe für wenig Geld shoppen. Ne? Das ist ja auch klar. Okay, gut. Für dich nächste Woche mit den Lenormand. Sehr, sehr schöne Legung. Das gefällt mir. Sehr positive Legung. Die Engel sagen hier auch schöne Dinge. Ja, es geht ja um die Stärke, es geht ja auch um die Gesundheit, es geht ja auch um den Wohlbefinden. Ne? Das ist ja klar, die Stärke, die innerliche Stärke, ne? Die Stabilität auch für mich, ne? Die Sicherheit, die man hat. Ne? Das beschäftigt mich gerade. Komm raus von dieser Komfortzone. Du brauchst das nicht, sperr dich nicht ein in diesen Turm. Öffne dich, ne? Das ist ja klar, der Turm, Blockaden. Du blockierst dich irgendwo. Das ist wie wenn du auch gesundheitliche Einschränkungen gehabt hast, ne? Und diese Einschränkungen sollten dich nicht aufhalten. Denk trotzdem positiv. Sei im Hier und Jetzt. Wir haben alle mit Einschränkungen. Ne? Jeden Tag werden wir mit Einschränkungen konfrontiert, auch gesundheitlich. Ne? Das ist ja klar, man hat mal Schmerzen, es geht einem nicht so gut, ne? Etc. und so weiter. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in diesem Thema gehen, aber komm raus aus dieser Blockade. Du wirst dich befreien. Mit deiner eigenen Kraft kannst du das tun. Ne? Das ist die Karte, die du nicht brauchst. Schließ dich nicht, öffne dich. Gerade im Gegenteil. Ne? Öffne dich, open mind. Herz und öffne dein Herz. Du brauchst hier diese Selbstliebe. Du brauchst dir etwas, was dir Spaß macht, was wirklich in deinem Herzen ist, ne? Was wirklich von Herzen kommt, wie ich ja gesagt habe, mit einem Partner mal Zeit zu verbringen, mit Freunden Zeit zu verbringen, eine Herzensangelegenheit. Tu das, was dir Spaß macht, was dein Herz öffnet. Verstehst du, Tesoro mio? Nicht das, was dich langweilt, nicht das, was nicht gut tut. Einladung, auch würde ich ja sagen, das sind eigentlich die Blumen, aber Lilien. Hier könnte auch eine Person sein. Du könntest hier sagen, hey, komm, lass uns doch mal was essen gehen. Lass uns doch mal shoppen gehen. Eine Person, die du kennst durch Freundschaft, aber auch die Liebe. Ne? Das ist ja klar, die Liebe ist die Leidenschaft. Das könnte hier eine Person sein, die du sagst, okay, komm, ich wage den ersten Schritt. Ich lade sie ein zum Essen. Ich könnte mit dieser Person Zeit verbringen. Ne? Hier kommt die Leidenschaft wieder hoch. Etwas, was ich liebe. Beruflich auch. Weißt du, mit diesem Nebenjob könnte ja auch gut sein. Ich baue mir gerade etwas auf. Ich baue mir etwas Stabiles auf mit meinen ganzen Kräften. Und klar, das könnte ja knapp sein, dass du sagst, boah, das Geld, das reicht ja nicht. Aber trotz dessen mache ich weiter, weil es meine Herzensangelegenheit ist. Ne? Du solltest hier auch nach anderen Strategien suchen. Ne? Das ist ja klar, das geht hier auch um eine Situation, der Fuchs. Also entweder hast du hier mit Personen auch zu tun, die mit höchstwahrscheinlich nicht immer korrekt gehandelt haben. Oder die Situation, ne? Sie braucht hier wirklich einen Schlichtweg. Wie kann ich das sagen? Eine neue Strategie brauchst du jetzt, ne? Und diese Strategie kannst du wirklich in dir finden, ne? So, Tesoro mio.
Kurze Unterbrechung, meine Speicherkarte war voll, ne? Gerade am Ende. Genau, also hier könnte wirklich eine Situation sein, die ungünstig war, ne? Wie gesagt, mit einer falschen Person, mit einer Situation, die dich jetzt herausfordert, ne? Aber du kannst das meistern. Es geht hier irgendwie auch um einen neuen Weg zu finden, eine neue Strategie zu dem, was du erreichen willst, ne? Wie gesagt, das könnte hier auch familiärisch sein, weil wir haben hier die Lilien, das geht hier um Partnerschaft, das könnte hier um Familie handeln. Es geht ja auch darum, dass du dich auch lösen tust, ne? Dass du hier etwas machst, dass du dich nicht sofort in diese Blockade oder diesen Turm, ne? Das ist ja klar, dass du dich schließen tust, ne? Nur weil du das erlebt hast, sondern du kannst wirklich herauskommen von dieser Situation, ne? Hier kommt die Lösung und das ist ja klar, wenn du dir auch diese Auszeit nimmst, wenn du dir auch mal um dich kümmerst, ne? Dass du jetzt etwas machst, was dir Gutes tut, ne? Ich weiß, das ist nicht einfach mit so einer Situation, ne? Falls du jetzt sagst, ja, bei mir gibt es familiärische Angelegenheit, die mich eingeschränkt haben. Wie gesagt, finanziell könnte ja auch gut sein. Aber eine Herzensangelegenheit könnte ja auch genauso sein, ne? Dass du jetzt sagst, ja, ich habe mit der falschen Person zu tun gehabt. Ja, Tesoromio, das gehört auch dazu. Wenn du mit dieser falschen Person zu tun gehabt hast, heißt aber nicht, dass alle so sind, dass du alle treffen wirst auf dieser Welt, die genau das haben. Nein, das wird nicht so sein, weil du etwas unternimmst, weil du etwas für dich tust, ne? Also hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du jetzt hier nach dir schaust, ne, dass du dir eine Auszeit nimmst, weil ich vermute ganz stark, dass hier auch die Last ist, eine schwere Last auf dich gerade irgendwie sich befinden könnte, ne? Du merkst es ja hier, wie gesagt, isoliere dich nicht, weil ich habe hier auch diese Tendenz, dass du dich isolieren könntest, dass du sagst, okay, nee, ich unternehme jetzt zurzeit nichts oder ich will das nicht, weil ich keine Lust habe. Ich habe zu viele Situationen, zu viele stressige Situationen, ne, wegen dem Fuchs, den können wir ja nicht wegnehmen. Der ist ja da, aber du könntest wirklich eine neue Strategie finden auf diese Situation, ne? Wenn du wirklich auch dir diese Auszeit gönnst und dir ein bisschen Zeit nimmst für dich, ne? Das Romeo, das sollte einem klar sein. Okay, jetzt schauen wir mal, in welchen Sternzeichen du dich befinden kannst, quasi Aszendent, Mond oder Venus, oder das ist die Person, mit der du zu tun hast, ne? Das ist ja klar, du hast Menschen um dich und diese Energien beeinflussen dich und diese Energie könnte dabei rauskommen. Das ist unser Ritual, ne? Ja, ich habe ihn letztens vergessen, das stimmt, Katja, Katja. So, für dich im Kollektive. Merkurio, also du hast hier Jungfrau und Zwillinge. Du hast hier Widder. Du hast hier alle Erdelemente. Du hast hier Steinbock, Jungfrau und Stier. Und du hast hier wieder Stier und Waage. Toll. Sehr, sehr schön, ne? Du setzt das bitte um, das Soromio. Das ist ja klar, nicht alles kann auf dich wortwörtlich zutreffen. Das weißt du aber. Und das sollte einem immer klar sein bei solchen Legungen, ne? Aber du weißt ganz genau, ich erwähne es immer wieder. Nichts kommt umsonst, ne? Diese Legung, die du dir anschaust, wurde sozusagen dir preisgegeben von der Energie, dass du quasi es dir anschauen sollst, ne? Und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, bitte setze es um auf deine eigene Situation, ne? Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Wochenende, Desoromio. Pass auf dich auf. Ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich es dir wirklich ans Herzen legen. Dann kann ich besser deine Energie lesen, ne? Mach's gut. Wir sehen uns bald. Ciao!